Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alba. Wir starten heute in den Dienstag, Zeichen des Umschwungs. Nachdem wir vorher zurück auf unsere Insel gekehrt sind und dort einen Delfin gerettet haben. Guten Morgen, Alba. Ich hoffe, du konntest nach der Aufregung gestern gut schlafen. Guten Morgen, Alba. Tut mir leid. Ach ja, wir müssen leise sein. Dein Abuelo will Vögel abknipsen. Bisher hatte er noch kein Glück. Wo sind nun die ganzen Vögel hin? Aha, das Vogelfutter ist leer. Da liegt der Hase im Pfeffer. Alba, würdest du bitte die Futterröhre für mich auffüllen? Ich muss jederzeit bereit sein, ein Foto zu machen. So, aufgefüllt. Estupendo. Da sind sie ja. Gucken wir sie uns an. Alba, hier nimm mein altes Handy. Da ist die Wildtierratgeber-App drauf. Es ist ganz einfach, auf das Tier ausrichten und klicken und identifizieren. Probiere es mit den Vögeln bei der Futterröhre aus. Also, wir nehmen jetzt unser Handy und identifizieren. Ein Haussperling. So, und jetzt kriegen wir das schon angezeigt, wenn wir das Tier bereits mal hatten. Hast du herausgefunden, was für Vögel es sind? Das ist Schummeln. Ich habe gesehen, dass du eine App benutzt hast. Die App ist super und sie funktioniert bei allen Tieren. Nur zu, erkunde die Gegend. Viel Spaß beim Scannen der Tiere. Scanne mit deinem Handy 5 verschiedene Tiere. So, und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen ein Auge drauf haben, was hier alles so in unserer Umgebung ist. Und es gibt hier wirklich mega viel zu entdecken. Und man kann natürlich auch so Aufgaben machen, wie hier zum Beispiel wieder die Wäsche abhängen. Manchmal sieht man ein paar Vögel. Wie hier zum Beispiel. Okay, wo auch immer die Taube jetzt hin ist. So, neues Tier gefunden. Eine Türkentaube. So, haben wir ganz schnell ein neues Tier. Oh, was ist da? Den haben wir schon, das ist der Haussperling. Das nochmal die Taube. Huch. Okay. So, hier haben wir nochmal unsere Oma. Ich glaube, dir wird es gefallen, Tiere zu scannen und zu identifizieren. Einige von ihnen sind da heutzutage wirklich selten. Alba, beinahe hätte ich es vergessen. Nimm diese Karte, damit du dich nicht verirrst. Viel Spaß. So, und jetzt können wir nämlich auch draußen einmal alle Tiere suchen und fotografieren. Die haben wir schon. Und das Tolle ist, es gibt wirklich immer wieder was Neues zu entdecken. Holla, ich bin Jun, ein Mitglied des Wildtiervereins. Leider besteht der Verein nur aus Clara und mir. Aber du musst auch eine Naturliebhaberin sein. Auf den Terrassen hier leben so viele interessante Tiere. Sie müssen nur eine Sekunde stillstehen, damit ich sie fotografieren kann. Hier haben wir zum Beispiel diesen Falken.
Das haben wir noch nicht. Fotografieren. Lachmöwe. Ankündigung des Bürgermeisters. Finde den Bürgermeister beim Naturschutzgebiet. So, wir gucken aber natürlich vorher erstmal, was es hier noch so gibt. Oh. So. Eurasisches Eichhörnchen. Irgendwas gelandet. Und eigentlich kann man auch direkt Müll überall sammeln. Das geht vielleicht erst später. Eine Haubenmeise. Das haben wir schon. Gut, das mit dem Müllsammeln geht vielleicht jetzt noch nicht. Oh. Ist ja von hinten, aber egal. Ein Rothuhn. So schnell haben wir uns hier durchgemogelt. Eine Samtkopf-Grasmücke. Oh, jetzt ist es schon weg. Also ihr seht, es geht halt hauptsächlich darum, Bilder zu machen von den Tieren. Das ist eine Kohlmeise. Blaumeise, okay. Oh. Schaut mal da oben. Ein Uho. Haben wir dich schon? Stopp. Oh. Ist aber auch schwer. Neues Tier. Turteltaube. So, und jetzt gucken wir mal in unserem Buch. Ach hier, Wildkaninchen.
Hier kriegt man dann im Prinzip angezeigt, was einem noch fehlt und was man alles hat. Berg. Wanderfall. So, das sind alles Tiere, die uns im Prinzip hier noch fehlen. Und dann kommt irgendwann wieder ein neues Umfeld. Natürlich kann man nicht alle Tiere direkt am Anfang freischalten, das ist klar. Aber man kommt auch noch oft genug in den Geschmack, sich die anderen Orte anzuschauen. Wir können ja mal schauen. Wir sind da. Naturschutzgebiet. Wir müssen im Prinzip einmal komplett runter. Sowas mal schon mal fotografiert hat, hat man. Das ist halt das Gute. Ein Hausschaf. Und eine Ringeltaube. No. Ein Bienenfresser. Man muss sich halt wirklich ganz genau umschauen, was man hier hat und was man hier noch nicht hat. Bleib sitzen. Ein Grünfink. Wir gehen halt einmal überall so ein bisschen durch, dass wir alles so ein bisschen gezeigt kriegen. Immer wenn die kleine Ola nicht schlafen kann, bringe ich sie hierher. Ich glaube, der Wind und das Rauschen des Meeres beruhigen sie. Guck mal da oben. Ein Eleonorenfalke. Haben wir hier ein Flussregenpfeifer. Ich laufe halt erstmal nur so grob durch, weil ich weiß, wir werden alles eh nochmal laufen müssen, irgendwann mit der Zeit. Nur, dass wir jetzt schon so das Gröbste wenigstens mal haben. Eine Gebirgsstelze.
Hier können wir auch nochmal die Wäsche abhängen. Ein Hausesel. So, bevor wir dann aber weiter hier einmal den Ort erkunden, würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall hier schon mal Cut für die Folge. Es hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Kommentar unter dem Video für mich da. Und auch auf jeden Fall ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.